ich erwache aus dem Koma der letzten Sauferei, habe ziemlich viel gesoffen und war ziemlich gut dabei. Das ist alles, was ich weiß, meine Erinnerung ist weg. Guten Morgen, mein Schatz! Und ich kriege einen Schreck, denn neben mir im Bett liegt ein etwas dick und fett. Meine Dichte gestern Abend war wohl auch ziemlich nett. Eine Frau wie ein Pottwal, hässlich und grässlich. Ich denke, Tegel kotzen, ich hoffe nur, sie lässt mich an ihr vorbei, denn ich klettere durch ihr Fettgewebe, renne schnell zum Badezimmer, wo ich mich dann übergebe. Doch bleib ich locker, denn ich muss sie nicht normal beglücken. Geh runter in die Küche und erst einmal frühstücken. Wie spät, ich check meine Rolex, gib mir dabei noch ein Bags auf die Milch von meinen Kellogg's Max. Kurz nach drei und ich denke mir, was schon? In dem Moment klingelt in der Diele das Telefon. Es ist meine Freundin und gar nicht gut drauf. Sie beschimpft mich als Arschloch und legt wieder auf. Weiß sie von der dicken Frau, was hab ich bloß gemacht? Wie hab ich bloß die letzte Nacht verbracht? Die letzte Nacht, die letzte Nacht verbracht. 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 Was die Nacht gebracht hat. Ich brauche Luft, also aus dem Haus raus. Vielleicht ist danach auch dieser Graus aus. In der Einfahrt steht mein Jeep, oh Mann, so ein Shit. Der Wagen ist so platt wie die Witze von Harald Schmidt. Nach einem Schrei und lauter Flucherei ist mein Wutanfall fürs Erste dann auch vorbei. Oh wei, erst einmal in die Stammkneipe gehen, um das, was ich dort gestern tat, zu verstehen. Ich trete ein, doch mein Wirt freut sich nicht, mich zu sehen. Mit nem Basie in der Hand fordert er mich aufzugehen. Ich frag wieso, da ich mich nicht erinnern kann. Und schon fängt der Mann zu erzählen an. In meinem Laden darfst du nicht über die Tische kotzen. In meinem Laden darfst du nicht die Gäste anrotzen. In meinem Laden darfst du nicht mit deinem Penis protzen. In meinem Laden heißt es Namti Dam und nicht etwa High of. Dann sagt er noch, ich sei ein Idiot. Außerdem dumm wie ein Brot und hält seit gestern Hausverbot. Oh Mann, verdammt, was hab ich bloß gemacht? Wie hab ich bloß die letzte Nacht verbracht? Die letzte Nacht, die letzte Nacht verbracht. 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 Ich verlasse die Kneipe und gehe zur Bank, weil ich am Geldautomaten gerne Geld tank. Gebe meine Karte ein, denn ich brauche Piepen. Doch mein Konto ist so leer wie der Behind des Transvestiten. Tja, wie sagt man so schön, dumm gelaufen. Ich schätze, ich war gestern mein ganzes Geld versaufen. 2000 Mark auf den Kopf gehauen. Das kann einem schon den Tag versauen. Mit Tränen in den Augen und nem Knick im Genick geh ich dann wieder nach Haus, denn ich brauche einen Strick, um mich aufzuhängen, um mich umzubringen, um mit ner Schlinge um den Hals von nem Hocker zu springen. Und so spring ich dann, obwohl mir bang ist. Danach stell ich fest, dass die Leine viel zu lang ist. Beim zweiten Versuch klingelt mein Handy. Eine sexy Stimme meldet sich. Hi, hier ist Sandy. Das ist diese geile Frau, die früher nie mit mir sprach. Und sie sagt, dass ich letzte Nacht ihr Herz brach. In diesem Moment habe ich kurz gelacht und mir gedacht, wie habe ich bloß die letzte Nacht verbracht? Die letzte Nacht, die letzte Nacht verbracht. 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 Wie habe ich bloß die letzte Nacht verbracht?